und herzlich willkommen zum Nikolaus, 6. Dezember 2019. Schön, dass du da bist und wir haben natürlich einen Nikolaus dabei und legen die Karten um ihn herum. Ja, heute gibt es eigentlich nicht so viel Außergewöhnliches zu sagen, außer dass du oder ihr insgesamt ab 22 Uhr so ein bisschen viel Genuss leben möchtet und dabei aufpassen solltet, nicht zu übertreiben. Also in Feierlaune und in Partylaune durchaus, ist ja auch schön, aber übertreibt's nicht, sonst geht's euch morgen schlecht. Ja? Dann wollen wir jetzt mal gucken, was wir heute für euch als Sternzeichen haben. Bis gleich. Hallo mein lieber Wassermann, ich hoffe du hast einen schönen Nikolaus und wir wollen natürlich gucken, was die Karten heute für dich haben. Wir haben als erstes, ja, Verführung, Leichtsinn, also pass auf, nicht übertreiben mit dem Feiern und so weiter. Wir haben als erste Engelkarte Glaube daran, glaube an das, was dir wichtig ist, was du vorhast, was du umsetzen möchtest. Lass dich nicht davon ablenken, ganz wichtig. Die andere Engelkarte reinigen und entgiften. Mit großer Liebe und Respekt bitten wir dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, lebenskraftfördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jeglichen Kummer erleichtern, den du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Überlasse uns deine Sorgen, Ängste und Bedenken und bade im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frisch gereinigten Körpers. Also es geht auch um Entgiften, also dir möglichst heute auch, wenn du feiern gehst oder irgendwas machst, nicht zu viele Süßigkeiten oder andere Gifte irgendwie zukommen lässt. Dann haben wir hier die Lenormand-Karte, das ist das Schiff. Die Dinge fließen, die Dinge gehen voran, es entwickelt sich und du bist im Fluss sozusagen. Dafür musst du natürlich dafür sorgen, dass es Körper und Geist gut geht, eben nicht übertreiben. Ja? Also, achte auf dich und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.